Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zum ersten Wortwechsel von Raums im neuen Jahr. Jetzt haben wir ja schon fast Februar, es geht schnell vorwärts. Ich freue mich, dass wir dabei haben, Camille Lotte aus Zürich. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Zürich und Präsidentin von Jung SVP Kanton Zürich. Hallo, Camille. Hallo. Nicola Sitta, schon Stammgast fast hier im Mounds-Wortwechsel, Professor Doktor für Technische Biochemie. Er ist am University College of London tätig und ist auch im Vorstand in Aunz, gell? Eure Vorstandssitzungen sind auch so am Bildschirm, wie wir jetzt am Bildschirm kleben, gell? Ja, sehr häufig. Grüezi miteinander, das ist so. Und auch mit der SVP International haben wir es auch oft eben online und nicht, ja. Wie man auf Englisch da sagt, face-to-face. Ach, ja, ja. Ich bin froh, können wir das weiterhin machen, ob ihr jetzt daheim seid oder noch im... Nein, ihr seid wahrscheinlich fast sicher daheim oder auf dem Handy oder so. Ich freue mich, seid ihr da. Und wir wollen die ein bisschen zurückschauen, was an Weihnachten gelaufen ist in London. Wir wollen ein bisschen zurückschauen, wie plötzlich so ein bisschen Aktivitis in Sachen EU läuft. Und zuerst möchte ich aber noch ein bisschen wissen zu euch zwei. Camille, du hast mir geschrieben, was du an der Universität Zürich machst. Du bist unterwegs zu deinem Doktortitel. Das geht noch eine Weile, oder? Wie lange geht das? Ja, es geht nicht so schnell. Aber grundsätzlich sagt man, 4 Jahre braucht schon, bis man das beieinander hat. Genau. Aber trotzdem, Forschung, planen auf die Zeit, ist immer so ein bisschen das Risiko. Manchmal geht es halt länger, manchmal geht es schneller. Und darum wird es sicher spannend, noch die nächsten 3,5 Jahre, was da von mir kommen wird im Forschungsbereich. Das ist sicher so. An was bist du dran, wo du uns so ein Zückerli erzählen könntest? So ein kleines Aha-Erlebnis, irgendetwas? Oh. Ja, also eben, es verändert sich. Ich bin auch schon ein paar Mal da gewesen. Es verändert sich eigentlich eben die Materie nicht so schnell. Wir forschen immer noch an Wahlzetteln. Das ist gerade sehr spannend, weil in der Stadt Zürich und auch im Kanton sind überall in den Gemeinden die Wahlen. Und halt überall, wo man Parlament hat, sieht man, wie unterschiedlich die Listen der Parteien aussehen, je nach Gemeinde. Und wir interessieren uns eigentlich so ein bisschen eben für die Gestaltung. Was hat die für einen Einfluss? Tun die Leute eher panaschieren, kumulieren, wenn es mehr Platz hat auf dem Wahlzettel? Oder brauchen sie lieber leere Listen? Welche Parteien sind mehr auf leeren Listen? Also dort gibt es ganz, ganz viele interessante Fragen, die dann der Wähler vielleicht das Resultat erst auf dem Wahlzettel dann bei sich zu Hause sieht. Fließt das wieder zurück an eine, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, an eine Druckerei, die die Wahlzettel gestalten? Ja, es ist ein sehr bürokratischer Prozess. Also wir machen das jetzt im Auftrag von der Staatskanzlei St. Gallen, weil die haben sich interessiert. Bei analysieren wir Kantons- und Nationalratswahlen. Und man merkt, dass auch andere Kantone, auch der Bund, sehr interessiert ist am Output, weil das sind natürlich Fragen, die man sich so in der Staatskanzlei dann alle 4 Jahre spätestens muss stellen, wie man das dann gestaltet, weil es hat schon hohe Anforderungen und es muss alles stimmen und darum sehr interessant für die. Da findet jede Kanzlei das Rad immer wieder neu, oder was? Ja, das schon nicht, aber es sind immer so ein bisschen die gleichen Fragen, die umgeistern. Und es ist natürlich ein Zusammenspiel mit den Parteien, auch mit den Kandidaten. Es gibt Kandidaten, die am liebsten den ganzen Lebenslauf führen, auf den Wahlzettel drücken. In welchem Verein sie überall tätig sind, wo sie alles schon geschafft haben. Und andererseits hat man dann eben die Staatskanzlei, die das muss abkürzen und auch verständlich machen. Dann ist es auch natürlich eine Frage vom Versand. Macht man A4 oder macht man nur A5? Also es sind schon Herausforderungen und ganz unterschiedliche Interessen, die da sind. Und wenn du jetzt das Wahlkuvert, das jetzt gerade bei uns ist, gerade angekommen, für den 13. Februar, das, schaust du dir das kritisch an oder sind Abstimmungen nicht so, Abstimmungen sind ein bisschen einfacher gemacht?
Die sind ein bisschen einfacher gemacht. Das ist ja so. Aber dort haben wir ja zum Beispiel gesehen, bei der letzten Abstimmung beim Covid-Gesetz, dass auch die nicht unbestritten sind. Also wenn es um den Text geht, der gedruckt wird. Man darf sich also schon nicht irren. Es ist eine rechte Herausforderung, wie man so etwas macht. Und klar, ich habe jetzt von der Stadt Zürich Gemeinderatswahlen die Liste bekommen. Und da hat man natürlich schon das Augenmerk darauf, wie das dann gestaltet ist und tut das dann auf die Seite für die eigene Forschung. Nicola, bekommst du das Wahl- und Abstimmungskuverts aber rechtzeitig auf London? Ja, aber absolut. Also ich habe das für den 13. Februar, ich würde sagen, seit etwa einer Woche schon. Also das läuft, auf England läuft das gut. Wir wissen von unserer Tätigkeit in der SVP international, dass das nicht für alle Länder der Fall ist. Das ist für gerade unsere Auslandschweizer zum Teil in Südamerika ein Riesenproblem. Die kommen dann zum Teil die Unterlagen über, entweder so kurzfristig, dass es sich gar nicht mehr lohnt einschicken, weil es nicht mehr nachkommt in der Schweiz, oder im Extremfall nach der Abstimmung. Weil halt einfach die Post dort dann nicht, also das funktioniert dann nicht. Wir haben nie ein Problem gehabt. Es kann mal ein bisschen früher, ein bisschen später sein, aber im Moment scheint Post Schweiz, England sehr schnell gehen. Ich habe gerade von meiner Schwägerin eine Postkarte bekommen. Also jetzt nicht direkt an mich, aber an die Familie. Und die ist am Dienstag abgeschickt worden, also vorgestern. Also im Moment geht es zackig. Und mit Wahl- und Abstimmungsunterlagen kommst du da draus, Nicola? Ja, ich würde jetzt mal lieber sagen, natürlich komme ich draus. Also ich glaube, ja, ich denke, das kann man sagen, mal. Mein Gedanke bei den Abstimmungsunterlagen ist, ich finde natürlich, dass die Bundesratspositionen immer ein bisschen sehr präsent sind und die gegnerischen Positionen sozusagen immer ein bisschen untervertreten. Das ist so ein bisschen mein Eindruck vom Abstimmungsbüchli. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber wir haben seit dem EWR eigentlich einen Bundesrat, der sehr aktiv Position nimmt zu Abstimmungen. Und ich meinte mich richtig zu erinnern, dass das ein bisschen verpönt war vor 1992, vor der EWR-Abstimmung. Aber das ist so die Zeit, wo ich, sagen wir mal, können anfangen wählen und von dem her in die Schweizer Politik ein bisschen mehr reingerührt worden bin. Also ich weiss es nicht so genau. Also was ich dir schon bestätigen kann, ist, was, wenn du eben sagst, die Präsenz beim Abstimmungsbüchli ist es neu zum Beispiel, dass auf der letzten Seite steht die Empfehlung vom Bundesrat nochmal zusammengefasst, also auf der Rückseite. Das ist zum Beispiel etwas, was jetzt eigentlich neu dazugekommen ist. Aber auch Referendumsinitiativkomitee bekommen mittlerweile schon ein bisschen mehr Platz als früher. Aber du hast recht, wenn der Bundesrat natürlich sehr aktiv ist im Abstimmungskampf, dann bringt das nicht sehr viel, wenn man ein paar Ziele mehr schreiben kann. Ja, genau. Es dunkelt mich nicht so ein neutrales Abstimmungsbüchlein, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Ja, ich habe das Büchlein noch nicht gelesen. Es ist glaube ich, gestern gerade bei uns in Gost gewesen. Wir wollen ein Thema kurz anschneiden, was eigentlich AUNS durchaus betrifft. AUNS, einer der drei Kernwerte, ist Freiheit. Und die Freiheit in der Medienberichterstattung. Und ich fange das mal so an. Ich habe mich gar nicht vorgestellt jetzt. Ich bin der Tom Meyer von BELP. Ich habe hier ein kleines Medienbüro als BBL in meinem Büro. Darf für die AUNS Online-Kommunikation machen und mache auch sonst für KMU viele Sachen. Unter anderem schreibe ich die Lokalzeitung für BELP. BELP.ch. Und das ist so ein Idealismusprojekt, weil ich finde, in BELP gibt es keine Möglichkeit, wo man ein bisschen politisch ein bisschen streiten und ein bisschen Debatten führen kann und auch sonst Info in BELP. Ist so ein bisschen, die Vereine geben etwas raus und damit hat es sich. Nicht nur die trockenen Infos von der Gemeindeverwaltung. Die Gemeindeverwaltung muss ja trocken informieren, die muss nicht emotionell daherkommen, das will man gar nicht. Aber jetzt geht
Ich hätte wahrscheinlich bei der Gemeindeverwaltung könnte ich mit denen auch einen Deal drehen, dass ich jährlich vielleicht noch einen ansehnlichen Betrag würde bekommen. Und dann hätte ich auf meiner Plattform, wo am meisten das ganze Dorf, wenn das Dorf Belb etwas wissen will, kommen die schon zu meiner Plattform. Die können hier schauen. Ich tue wöchentlich ungefähr ein E-Mail, ein Newsletter rauslassen. Also, wenn man will, informieren will, kann man das bei mir in der Zeitung machen. Online, ist nicht auf Papier, es ist nur online, meine Zeitung. Darf ich mal fragen, ist es so, dass man bei dir, also wenn ich das jetzt lesen online, dass ich ein Abo löse und Artikel lesen? Oder also du kannst, jederzeit auf die Website gehen. Und ich versuche die Werbung ein bisschen auszubauen, aber es ist schwierig. Es braucht viel Zeit. Ich sage mir aber, wenn ich schon Zeit habe, dann will ich lieber Artikel schreiben und nicht Marketing machen. Ich sage nicht jetzt, meine Frau ist manchmal nicht so happy, sie sagt, ich mache zu viel für die Zeitung da. Aber was ich eigentlich sagen will, wenn ich bei der Gemeinde, ich könnte bei der Gemeinde vielleicht ein paar Tausender Nötchen im Jahr abholen. Und dann würde ich aber nie so frontal und auch ein bisschen provokativ auch aus der Lokalpolitik können schreiben, wie ich es jetzt kann, weil ich muss keine Rücksicht nehmen. Und das ist für mich der springende Punkt unserer Abstimmung, die wir haben zum Mediengesetz. Die sagen, ja, gute Sache, die sagen, ja, Demokratie bleibt gewährleistet. Sie sagen sogar, es tut Demokratie fördern, dass der Staat den Medien Geld überschiebt. Tut es das, Camille? In deinem Bereich seid ihr sicher am Diskutieren über das? Ja, also natürlich ist für uns sicher auch sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, ist eigentlich wirklich der Kernpunkt. Oder? Wenn man als Medium natürlich vom Staat Geld bekommt und die eigentliche Aufgabe, ja, eigentlich die Kontrolle vom Staat ist durch die Medien, ist das einfach für mich ein Interessenskonflikt, der besteht. Und du sprichst das auch sehr schön an, in einer kleinen Gemeinde, wo man sich dann vielleicht sogar auch noch persönlich kennt, oder? Man weiss, wer trifft die Entscheidung für die Finanzierung, man trifft sich dann, ich weiss nicht, im Supermarkt oder in der Beiz. Und gleichzeitig hat man dann einen Artikel geschrieben, der vielleicht nicht so nett ist. Und dann, wenn es eben um die Finanzierung geht, dann sehe ich da schon ein extremes Problem, dass du dir dann vielleicht müsstest zweimal überlegen, bin ich so kritisch gegenüber der Gemeinde und der Verwaltung dort oder kann ich mir das finanziell gar nicht leisten, zum Beispiel, weil du angewiesen bist auf Beiträge und ich verschrecke schon, wie stark da gewisse Journalisten und auch Medienunternehmen unbedingt wollen die staatliche Finanzierung haben. Das finde ich wirklich verschreckend. Ich hätte da doch gedacht, dass da mehr Journalisten stolz und mehr Unternehmen stolz dahinter ist, dass man sagt, hey, ich mache ein Medium, wo etwas bietet, wo auch der Konsument bereits zahlen ist und wo der Konsument erreicht, aber man macht irgendwie lieber die hohle Hand beim Staat. Wer zahlt, befiehlt, ist ja ein Spruch, Nicola. Das heißt, irgendwie gehört man diesen Spruch nicht mehr so oft oder so. Oder wie siehst du das, Nicola? Ist es so? Wer zahlt, befiehlt? Ja, ich würde sagen, dass das nach wie vor so ist. Und wenn man es nicht hört, heisst das nicht, dass es nicht ist. Mir ist es sehr unwohl bei dem Medienförderungsgesetz. Mir gefällt das nicht, dass da der Staat noch mehr Geld gibt und die Unternehmen noch mehr überkommen. Es ist ja nicht so, dass man es den Leuten nicht gönnen möchte, dass sie Unterstützung bekommen oder dass sie einen guten Lohn haben. Aber es ist schon Gefahr, dass es noch schwieriger wird, unabhängig Informationen zu bekommen. Und ich finde jetzt mal, vielleicht wollt ihr ja von mir mal noch etwas anderes hören. Also ich erzähle jetzt mal kurz aus England. Wir haben jetzt eine ziemliche Konkurrenz, die aufgebaut wird zu der BBC. Das ist ein Sender, der heisst GB News. Also GB News, Great Britain News. Und also meines Wissens sind die nicht staatlich finanziert. Das würde mich schwer überraschen. Das ist ziemlich sicher privat. Und es ist eben sehr interessant, wie
auf dem Kanal ganz andere Meinungen, andere Themen oder Themen anders beleuchtet werden, andere Fakten zum Vorschein kommen. Und das empfinde ich echt als eine Bereicherung. Und ich zweifle daran, dass wir diese Bereicherung bekommen in der Schweiz mit dem Medienförderungsgesetz. Und ja, dann ist noch das wegen Wer zahlt befiehlt. Da könnte man noch ein anderes Beispiel bringen. Ich weiß zwar nicht, wie das genau ist, aber wenn Geld verteilt wird, muss ja wohl auch ein Aufsichtsorgan irgendwo existieren, wo dann sagt, wie das Geld verteilt wird. Könnte ich mir vorstellen. Und das wird wahrscheinlich dann relativ schnell zu einem, wenn es nicht schon ist, zu einem politischen Zankapfel. Das Beispiel USA. Dort hat man eigentlich, zum Beispiel mit dem Sender Voice of America, hat man eigentlich auch so einen staatlich unterstützten Sender, wo muss neutral sein. Und der ist allerdings nicht so neutral geblieben. Gut, das ist jetzt eben politischer Zankapfel. Aber der Trump hat gefunden, das ist nicht so neutral und hat einen anderen Herr eingesetzt. Das ist ein Michael Pack gewesen, oder auf Deutsch würde man den Namen ausschreiben, Michael Pack. Und das ist nachher eine riesige Schaumschlägerei geworden. Also die Demokraten sind verrückt worden, die Republikaner haben mehr geschoben, der Trump hat gemeint, er habe das Richtige gemacht und so weiter. Und das ist übrigens die allererste Person, die geschasst worden ist, wo der Biden das Amt antreten hat. Also sage und schreibe 2 Stunden nach offiziellem Amtsantritt von Joe Biden hat man den Michael Pack geführt. Also es ist heikel, wenn der Staat Geld spricht für die Medien, finde ich. Das gehört mir ja nicht so, da immer auch zwischendurch Swiss Info, oder? Das ist ja unser Staatsmedienkanal, irgendwie 10 Sprachen oder 15, keine Ahnung. Und es kommt halt darauf an, wo man politisch steht. Da findet man vielleicht schnell mal, dass ein Sender, dass ein Medium einseitig berichtet. Da uns gibt ganz selten, ich glaube, eigentlich fast nie gibt auch uns Parolen raus zu irgendwelchen Abstimmungen oder so. Aber meine Parole als extrem kleinräumiger Medienmacher hier im Dörfli Belp ist einfach, Medien müssen frei bleiben und das werden sie nicht, wenn sie einfach die hohle Hand machen. Und ja, gehen wir mal weiter. Heute ist in Berlin ist unser Bundesrat Gassis am Plaudern, am Zusammenberichten mit den Deutschen, ich habe das da nachgelesen, Frank-Walter Steinmeier, oder der Bundespräsident, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, die Außenministerin. Und der Gassi ist dort, ich weiß nicht, was am Bericht. Ich muss dann manchmal ein bisschen lächeln, wenn ich nachher höre, ja, was hat er besprochen? Ja, dass wir gemeinsam. Zukunftsfähige Lösungen, will auf den Weg bringen. Da denke ich mir, wir haben da nicht viel zu berichten. Wir werden auch hören, den Morgen oder heute Abend oder die Tagesshow, werden wir ein bisschen hören, was sie da berichten haben. Aber es ist jetzt Anfang des Jahres so eine neue Aktivitis ausgebrochen. Der Balthasar Glättli, da, die Grünen, hat gesagt, der Bundesrat mache Arbeitsverweigerung, weil er ja nichts mache. Und jetzt muss endlich eine Grundsatzdebatte her. Und das paar Grüppli sind noch eine Europa-Initiative etwas da irgendwie am Kratzen. Und auf das WEFR in Davos, wo ja nicht örtlich stattfindet, hätte die Schweiz müssen Antworten liefern auf die EU. Und der Bundesrat bleibt ruhig. Das ist einmal meine Beobachtung. Lässt sich nicht unter Druck setzen und so. Nachher hat die Mitte noch in Spiez, da bei uns im Berner Oberland, noch irgendeine so eine Retrette gehabt. Dort sagen sie, es brauche Pragmatismus, dass man einzelne sektorielle Abkommen durchaus soll vorantreiben soll. Aber sicher nicht das Personenfreizügigkeitsabkommen. Das ist nicht verhandelbar, sagt die Mitte. Sie sagen auch Kohäsionszahlungen, wenn es muss sein, aber nur
mit konkreten Gegenleistungen. Und ja, da ist so hier und da und dort ist einiges am Tun. So eine, was mir hoffe, ist vor die Augen ist gestochen, Grundsatzdebatte über den Platz, den die Schweiz in Europa einnehmen soll. Und Europa wartet ja ein bisschen, Brüssel wartet ein bisschen auf irgendwie so ein paar Richtlinien. Kommen die langsam? Also wie tut ihr das beobachten? Ist der Bundesrat dran oder bist du jetzt einfach am Warten? Also schwierig einzusetzen. Also einzusetzen, ich würde wirklich schon ein bisschen vom Gefühl her, eben vom Gassis haben wir wirklich viel gelesen jetzt im neuen Jahr, dass er da auch in Österreich zum Amtsbesuch war und da schon in der EU, ja, ich würde nicht sagen lobbyieren, aber ich glaube, da schon versucht, die Kontakte zu knüpfen. Und ich glaube, das finde ich nicht schlecht, dass er natürlich nach dem Abbruch vom Rahmenabkommen, Abbruch von diesen Verhandlungen, muss man ja trotzdem sagen, man muss mit diesen Ländern gute Beziehungen haben. Und ich glaube, der Gassis macht das sehr gut, wenn er eben mit den Einzelnen das Gespräch sucht. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass er dort auch die Position der Schweiz ein bisschen besser erklären kann, dass jetzt ein bisschen Gras darüber gewachsen ist, über das Rahmenabkommen, über den Abbruch von diesen Verhandlungen. Und ich traue ihm das schon zu, dass er dort auch wieder ein bisschen Boden gut machen kann und die Position der Schweiz auch vertreten. Mich stört aber gleichzeitig, dass wir eben in der Schweiz dann eben von den Grünen mit der Operation Libero irgendeine Europa-Initiative, die SP diskutiert die Initiative für den EU-Beitritt. Also ich habe das Gefühl, die sind ja, 20 Jahre hinterher mit ihrer Initiative. Die Mitte, muss ich sagen, der Rücktritte, die ich gesehen habe, also die Vorschläge sind ja nicht neu. Das hat jetzt, da hat jetzt nicht einen bahnbrechenden Vorschlag drin gehabt, sondern wir haben immer gesagt, man soll mit der EU dort zusammenarbeiten, wo es nötig ist. Man soll die Abkommen aktualisieren, die wichtig sind, wo es auch Sinn macht. Personenfreizügigkeit macht. Oder ist es ein rotes Tuch, weil wir wissen, wir haben Lohnprobleme, wir haben Lohndumpingprobleme dort. Und ich glaube, das ist eigentlich das Position von der SVP, wo immer war, dass man da nicht einen institutionellen Rahmen braucht. Darum auch ein bisschen enttäuscht von der Mitte, dass da jetzt eigentlich nichts Neues gekommen ist. Hat der Bundesrat wie ein weisses Blatt vor sich? Oder könnt ihr einfach Vorschläge vornehmen und Kreuzchen setzen? Multiple Choice. Nicolas. Ja, also zuerst einmal, du hast vorher gesagt, es gibt keine Parolen raus. Ich muss dem noch kurz widersprechen. Also zur Begrenzungsinitiative haben wir klar Ja gesagt. Und ja, das zu BWR sagen wir auch klar Nein. Ja. Und für den Bundesrat, ich meine, das ist sicher pragmatisch, Sondierungen machen, Gespräche in anderen Ländern. Ich sehe ihn nie in London. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht auch mal an der Zeit wäre, ein bisschen mehr Gespräche haben mit Westminster. EU hat ein bisschen, ich glaube, das hat man vielleicht noch übersehen, ein bisschen an Gewicht verloren. International, seitdem dass die Briten nicht mehr dabei sind. Ich meine, die EU wird ja jetzt eigentlich übergangen, zum Beispiel in dem Gespräch zwischen Biden und dem Putin. Oder? Also, ja, ich denke, es gäbe doch sicher sehr viele Möglichkeiten für die Schweiz in Zusammenarbeit mit Großbritannien. Ich weiß nicht, ob das alles ohne Probleme abläuft, dass darum nie ein Bundesrat muss auf London kommen. Aber also sind herzlich eingeladen, wenn sie möchten kommen. Hättest du noch ein Zimmer zum Übernachten oder so? Ja, finden wir schon. Nein, aber im Ernst doch. Also ich denke, da ist ja Potenzial, oder? Also Großbritannien orientiert sich ja jetzt nicht nur an Europa, sondern auch weltweit und hat ja auch Zugang über die ganze Geschichte vom Commonwealth. Und ich weiß nicht, ob die Schweiz da vielleicht nicht, oder eben der Bundesrat da vielleicht ein bisschen etwas übersieht, dass man sich so schaurig auf die EU fokussiert. Oder? Also klar, es sind die unmittelbaren Nachbarn, aber also, eben, wir arbeiten es ja jetzt auch
obwohl wir nicht mehr unmittelbare Nachbarn sind, miteinander zu kommunizieren. Heute ist ja wirklich viel digital, online. Geografische Nähe ist nicht mehr alles, oder? Ich habe die ersten Zeichen gesehen, wo der Bundesrat Parmelin im Thema Forschung, wo ja mit der EU momentan ja auch ein Problem ist, dass er dort ganz klar gesagt hat, die Schweiz müsse sich mehr auf UK, USA, Israel konzentrieren, wo es Weltspitzenforschung hat. Und dort habe ich zum ersten Mal wirklich deutlich gehört, okay, man nimmt sich das auch als Ziel vor. Man sieht das beim Bundesrat und versucht, Alternativen zu finden. Den Punkt sehe ich schon, dass man dort mit der UK auch natürlich die Zusammenarbeit sucht. Ja, das ist schön. Macht ja Hoffnung, wenn man so ab und zu so einen Pieps hört und immer mehr und so, weil das ist ja so. Es ist nicht nur direkte Zusammenarbeit mit Großbritannien, sondern auch einander Tipps und Tricks weitergeben. Und da können wir, oder? Weil man ein bisschen in einem ähnlichen Status ist, oder? Ja, das stimmt. Ja. Es ist interessant, ich wechsle wieder das Thema. Man hat jetzt freigegebene Protokoll können lesen, wie damals der Bundesrat zur EWR-Abstimmung ist gestanden. Und ich habe mir nicht jetzt Zeit genommen, die ganzen Protokolle durchzulesen von A bis Z. Man liest halt noch ein bisschen die Medien, was die wieder können und so. Aber es ist, wenn man das so liest, hat ein bisschen gelesen in die Artikel. Mir ist aufgefallen, dass es so wie ein Déjà-vu ist, wie der Bundesrat damals gegenüber der Bevölkerung hat gedacht, das kenne ich das von irgendwoher. Wie ist es euch gegangen? Also man sieht, dass der Bundesrat dem Volk eigentlich nicht so vertraut und auch die EU schwätzt sogar rein und sagt, ja, ihr seid ein bisschen rückständig, ungefähr 30 Jahre seid ihr ein bisschen zurückgeblieben. Ihr Schweizerli, und wir müssen euch jetzt da schon helfen, oder? Sind wir eigentlich immer noch 30 Jahre zurück? Wie sieht das heute aus? Wie würdet ihr das sagen? Oder sind wir 30 Jahre voraus? Genau. 60 Jahre, wow! 60 Jahre voraus. Ich habe wie gefunden, die Protokoll, wo wirklich drin gestanden ist, ja, über 30 Jahre hinterher und ja, man müsse da fast irgendwie Entwicklungsarbeit im Thema EU in der Schweiz betreiben oder Thema EWR. Muss ich schon sagen, habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil eben einerseits sehr ähnliche Themen, die heute beschäftigen mit dem Rahmenabkommen, wo man eben ja, Probleme schon vorher gehabt hat. Andererseits muss ich sagen, da jetzt ist der Bundesrat so intelligent gewesen und hat von alleine die Verhandlungen beim Rahmenabkommen abgebrochen. Also ich glaube, da hat man schon aus der Vergangenheit gelernt, würde ich sagen. Und ich denke, auch damals hat man einen stärkeren Streit gehabt, weil man eben in dem EWR oder auch EG hat man vielleicht mehr Hoffnungen gehabt, dass das ein viel erfolgreicheres und viel besseres Projekt wird. Und jetzt eben sieht man im Nachhinein, die EU zeigt ganz klar ihre Schwäche und hat vielleicht auch nüchterne Positionen darüber, wenn man eben das Rahmenabkommen kann beurteilen. Also mir kommt das vor wie, zum Frage beantworten, 30 Jahre voraus ist die Antwort. mir kommt das eher jetzt ein bisschen so vor, man hat jetzt eigentlich dem, was der Christoph Blocher immer gesagt hat, ist jetzt eigentlich bestätigt. Dass der Bundesrat eigentlich von Anfang an hat wollen einen EU-Beitritt machen und dass die Diskussionen eben, ja, es ist eben gleich nicht ganz nur ein Ausrutscher gewesen, von wegen EWR sei ein Trainingslager, sondern dass da eben mehr dahinter war. Also es ist von dem her, nach 30 Jahren lernen wir es endlich, was wirklich passiert ist, oder? Ich finde, es erklärt aber auch gut die Position von der EU, die man jetzt sieht mit dem institutionellen Rahmenabkommen, dass die EU das ja immer gesehen hat, dass wäre das eben die Bilateralen der erste Schritt zum EU-Beitritt. Das sei ja nur vorübergehend, das sei
ja, fast zusammengeflickt bis zum EU-Beitritt und jetzt das Provisorium, das eigentlich jetzt sein soll, doch vielleicht ein Erfolgsmodell ist, Bestand hat. Und ich glaube, dann, wenn man das dann aus der Sicht von der EU sieht, die vielleicht einfach viel zu lange noch daran geglaubt hat, dass die Schweiz tatsächlich Mitglied wird, ich weiss nicht, vielleicht hoffen die das noch heute und kann man das eigentlich nicht erklären. Aber ich habe das Gefühl, wenn man das aus der EU-Sicht anschaut, dann ist die Argumentation auch ein bisschen klarer, wenn man sieht, dass sie das wirklich so wahrgenommen hat, dass die Schweiz effektiv eines Tages Mitglied wird. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Der Schritt, ja, da ist der Bundesrat sicher jetzt realistischer und sieht, da sehen auch die EU-Freunde innerhalb des Bundesrats. Ja, es macht wirklich keinen Sinn. Ja, wieder gibt keinen Sinn. Ja, wenn man so in den Medien so ein bisschen liest, was läuft international, kommt immer wie öfter das Wort Krieg, und zwar auf europäischem Boden. Kommt jetzt führen. Und man reibt sich die Augen und denkt, hä? EU-Friedensprojekt und so. Aber ja, die EU ist da ein bisschen am Rand und es sind andere Potentaten, oder, die jetzt da ins Spiel kommen. Und ja, in Österreich ein bisschen nachgeschaut. Die Österreicher sind ja noch ein bisschen weiter östlich als wir in der Schweiz. Und dort schreibt der Standard im Satz, der kalte Krieg im Osten Europas wird zusehends wärmer. Und das ist nicht so schön, wenn man so Sätze muss lesen. Die USA trifft sich in der Ukraine mit der Regierung. Schweden tut mal auf einer schönen Insel dort in Gotland ein paar Panzer her, um ein Zeichen zu setzen. Frau Baerbock ist auch unterwegs, trifft die russische Außenministerin und macht es scheinbar noch recht gut, wobei das halt interessant. Formal wird beschrieben, wie sie es formal gut hat gemacht, aber inhaltlich erfahrst du nichts. Einfach formal hätte sie das Gesicht gut können wahren, aber es interessiert mich eigentlich nicht. Den Putin, ich kenne ihn nicht so persönlich und weiß nicht so recht, was er will oder wie er denkt. Mal, was er will, weiß ich schon. Er will Respekt, das ist das, was er will, irgendwie. Und ihr in London, was habt ihr für Waffen in die Ukraine geliefert, Nicola? Hast du ja Golf einladen beim Flugzeug? Oder? Nehmen Sie mir nicht übel, da weiss ich jetzt die Antwort nicht drauf, was wir für Waffen geliefert haben. Vielleicht war das in der Zeitung gewesen und das hätte mir müssen auffallen, aber da weiss ich jetzt nicht. Das Einzige, was ich meinte, irgendwo gelesen habe, ist eher für defensive Ausrichtung. Aber was heisst das schon? Das weiss ich also nicht. Was ist die Haltung, wie wird debattiert im Moment in Großbritannien über Ukraine? Also debattiert, auch da gehöre ich jetzt mehr zum Thema Covid als zum Thema Ukraine und ich gehöre mehr zu Thema Boris und seine Partys, die er hätte nicht sollen haben oder wo vielleicht eben auch andere auch gehabt haben, als zu der Ukraine. Was liest man so für Artikel? Zum Teil liest man, die Deutschen spielen das gefährliches Spiel, weil sie eigentlich fast ein bisschen zu weich sind gegenüber den Russen angeblich, weil sie ja von der Energiesituation stark abhängen von den Russen. Ich weiß nicht, wo ich das andere aufgeschnappt habe, aber es gibt natürlich den Vergleich mit der Kuba-Krise, das wäre dann die andere Seite. Wir haben das ja schon mal gehabt, also mit umgekehrtem Vorzeichen, dass die USA sich angegriffen gefühlt hat durch eine geografische Nähe damals von der Sowjetunion über Kuba. Und damals ist ja, glaube ich, auch Stationierung von amerikanischen Waffen, Raketentruppen in der Türkei noch gleichzeitig passiert oder so. Und ja, ich denke natürlich, die Russen finden das schon nicht so schaurig angenehm, wenn dann die Ukraine so zum Westen tendiert. Ich glaube, die sind nervös. Das ist sehr, sehr, also man liest, die Experten sind sich sehr uneins, was jetzt das bedeutet, woher das jetzt führt oder so. Was würdet ihr jetzt, wenn ihr da irgendwie
Im Aussendepartement der Schweiz müssen brainstormen, wie gehen wir vor? Was macht die Schweiz? Welche Rolle nimmt die Schweiz ein in dem? Einfach, wir bleiben strikt neutral. Was soll die Schweiz machen? In dieser ganzen Ukraine, dem Unruheherd dort? Also, ich sehe ganz klar, und ich glaube, das hat man im letzten Jahr sehr gut gesehen, dass die Schweiz doch noch als diplomatischer Staat, der gut kann zwischen den Nationen kommunizieren kann, der Parlament hat einen sehr guten Job gemacht, war sehr staatsmännisch mit dem Putin und Biden, die dann da in Genf waren. Ich glaube, die Schweiz kann sich wieder verstärkt eben genau als Mediator stark machen zwischen den Kräften, also auf jeden Fall. Andererseits, wir haben es uns selber ein bisschen schwierig gemacht. Der UNO-Sicherheitsrat war immer ein Kritikpunkt gewesen, wo man gesagt hat, wie macht man das denn eben? Genau bei Fragen, wo dann mit der Neutralität eben ein ganz klarer Konflikt ist. Und wenn sich die Krise natürlich zuspitzt und tatsächlich wirklich der Krieg in dem Sinn ausbricht, wie steht denn die Schweiz, was macht die Schweiz? Und ich glaube, da wird es noch ganz grosse Herausforderungen und sehr, sehr viele Fragen im Aussendepartement und auch im Bundesrat geben, die man sich so eigentlich nicht hätte müssen stellen müssen, wenn man nicht auf die UNO-Sicherheitsratsmandat gepocht hätte. Ja, absolut. Ja. Also, das ist wirklich ein Kabis. Ja. Es ist einfach für die Schweiz eine schwierige Position. Oder? Also ich bin der Meinung, es gibt, also was soll man denn sonst? Also wir wollen neutral sein als Schweizerinnen und Schweizer, oder auch der Staat soll sich neutral verhalten, außenpolitisch, so muss man es sagen. Und da ist mehr zu bewirken. Also da ist mehr zu erreichen. Ich erinnere sicher nicht zum ersten Mal in der Owens News an die Tatsache, dass die Gespräche zwischen den USA und der Sowjetunion damals wieder aufgenommen worden sind in Genf, weil Genf ist international ein UNO-Hauptsitz von Europa, aber die Gespräche haben nicht innerhalb von der UNO stattgefunden, sondern außerhalb von der UNO. Und die Schweiz hat mit der Neutralität, die glaubwürdig war, und mit dem Schweizer Militär für die Sicherheit und für eine geregelte Durchführung von dem Treffen garantiert. Und das hat in dem Sinn das Ende des Kalten Krieges eingeläutet. Natürlich ist es dann noch zu weiteren Gesprächen gekommen. Es ist nicht gerade dort alles passiert, aber dort war der Startschuss gewesen, von den ersten Gesprächen. Und das ist das, was ein kleines, neutrales Land eben doch also kann bieten, und das ist eben gar nicht so wenig. Also ich würde sagen, um die Frage zu beantworten, das Aussendepartement sollte genau hinschauen, was 1986 passiert ist. Also was ich irgendwo noch gelesen habe, dass morgen am Freitag treffen sich scheinbar der Lavrov und der Blinken in Genf, also die beiden Außenminister, oder USA und Russland in Genf. Der Lavrov hat schon mal angetönt, liebe USA, bitte schnellstmögliche Antworten auf Papier, hat er gesagt. Aber genau dort sind wir ja, da können wir sagen, mal, der Ort, die Plattform möchten wir in der Schweiz weiterhin können bieten. Und mit dem UNO-Sicherheitsrat, ja, eigentlich müssen wir da einfach so als kleines Müsli noch mehr in Erscheinung treten und ja nicht auffallen und einfach das möglichst schnell wieder hinter sich lassen. Das wäre eigentlich gut für die Schweiz. Ja. Ja, kommen wir noch ein bisschen zum Alltag, zum Londoner Alltag. Ich kann mich noch erinnern, vor Weihnachten, riesen Panik wegen Brexit, wegen irgendwelchen Mitarbeiter in so grossen Schlachthäusern und Metzgereien haben jetzt kein Weihnachtsbraten. In London. Hast du Weihnachtsbraten gegessen, Nicola, in London? Ja gut, also
wenn ihr den Menüplan wollt, was bei uns war. Oh, bist du Veganer oder so? Oder? Nein, ich bin nicht Veganer, aber ich grinse nur, weil wir einen Raclette hatten. Aber nein, wegen dem Truthahn, also da mag ich mich noch erinnern, gerade kurz vor Weihnachten, wo ich einkaufen ging, also, haben sie es noch versucht wegzubringen. Also dort hat es nicht gefehlt. Es ist schon so, dass wir gerade mit vielen Absenzen, weil viele jetzt sich also eben in Isolation, in Quarantäne gehen, oder? Hat sicher an gewissen Orten Logistik-Engpässe gegeben. Aber nein, es stimmt. Also wir haben die Diskussion auch gehabt im Oktober, November oder in den Zeitungen, oder? Dass es dann vielleicht doch an Weihnachten ein Problem gibt und die Kinder können dann doch nicht alle Geschenke haben und so Themen sind gekommen. Und nein, ich habe eigentlich nichts gemerkt davon dann letztlich an Weihnachten. Aber es gibt sicher Orte, wo die Wirtschaft ein bisschen stocken tut und ein bisschen wieder müsste in die Gänge kommen jetzt mit diesen vielen Omikron-Quarantäne. Das ist aber nicht das Brexit-Problem. Nein. Ja. Ich sehe das nicht als ein Brexit-Problem, nein. Mhm. Also ich meine, das haben wir ja schon dann wirklich beim Zeitpunkt vom Brexit gehabt, die Diskussion. Also wann ist jetzt das gewesen? Jetzt muss ich selber noch zurück erinnern. Also Anfang 2020 ist ja der formelle Austritt gewesen und dann Ende 2020 ist, oder auf Anfang 2021 ist ja dann das neue Abkommen in Kraft treten. Das hat es also eigentlich jedes Mal gegeben, die Diskussion, dass wir dann zu wenig von diesem, zu wenig von jenem haben. Und das ist also in den wenigsten Fällen eingetroffen. Ja, also das wir hätten auch die Routan gehabt, wenn wir es hätten wollen. Genau. Es gibt ein Leben nach der EU. He? Und das ist ein wichtiges Zeichen. Man liest ein bisschen wenig von dem. Man liest nur die Panik machen. Und ja, da muss man sich seine Medien halt vielleicht auch selber ein bisschen suchen, immer mehr. Mal, merci vielmal, habt ihr mitgemacht. Camille Lotte, Nicola Sitta. Die Aufzeichnung von diesem Wortwechsel, die wird wie immer auf der Website von Auns erscheinen. Jetzt von diesem Wortwechsel hier wird die erst morgen, irgendwann im Verlauf von morgen, wird die das online gestellt haben. Der nächste Wortwechsel ist am Donnerstag, 3. Februar. Ich danke euch, Camille, Nicola, seid ihr da? Nicola, ja. Darf ich einfach noch schnell, ich bin ja, glaube ich, jetzt das einzige Vorstandsmitglied von der Auns. Genau. Und es ist jetzt die erste Sendung im 2022. Also darf ich im Namen vom Auns-Vorstand allen unseren Mitgliedern ein ganz gutes neues 2022 wünschen. Viel Gesundheit, viel Erfolg, viel Freude und bleibt der Auns treu. Danke. Merci, wichtiger Gruß am Vorstand. Merci, seid ihr dabei gewesen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Merci Camille, merci Nicola. Ich wünsche euch einen guten Abend heute noch, einen guten Tag morgen, ein gutes Wochenende. Dankeschön. Ade. Danke, Tom. Tschüss.